Das muss jeder individuell etwas durch Rumprobieren herausfinden. Gute Erfahrungen habe ich persönlich bei meinen Kindern damit gemacht, dass man Silikonpfropfen sich kauft. Die gibt es im Sportgeschäft. Die kann man individuell anmodellieren und in den äußeren Gehörgang einbringen. Und darüber würde ich dann noch ein Neopren-Stirnband, sogenanntes Headband, tragen, damit die Ohrstöpsel nicht so schnell verloren gehen. Alternativ gibt es so Kunststoff, sehen aus wie Tannenbäume, die man in den Gehörgang einbringen kann. Das mag helfen, die schauen aber raus, wenn man drankommt, sind sie schnell verloren. Manche gehen auch zum Hörgeräteakustiker und lassen extra ein Ohrpassstück anpassen. Ehrlicherweise sind die meistens eher teuer und halten nicht besser dicht als das, was man von der Stange kauft. Das Zähneknirschen wird vornehmlich Auswirkungen auf das Kiefergelenk haben und dort möglicherweise Schmerzen verursachen, die dann ins Ohr ausstrahlen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das Ohr selbst, der Gehörgang, das Trommelfell oder das Mittelohr als Schmerzauslöser dafür zur Rechenschaft zu ziehen wäre. Durch das Knirschen wird natürlich die Kaumuskulatur massiv angespannt. Das kann zu Verspannungen führen, kann auch zu Muskelkater führen. Also das Knirschen selbst sollte auf das Mittelohr, Innenohr keinen Einfluss haben. Das Kardinalsymptom des Kehlkopfkrebses ist die Heiserkeit. Jeder Patient, der länger als 14 Tage heiser ist, ohne dass es dafür eine Erklärung gibt, wie eine schwere Erkältung, sollte sich dringend beim Hals-, Nasen- und Ohrenarzt vorstellen. Insbesondere, wenn er möglicherweise Raucher ist, schon seit vielen Jahren. Das ist eine recht schnelle, unkomplizierte Untersuchung mit einem Endoskop durch Mund oder Nase. Man guckt sich die Stimmbänder an und erkennt dann möglicherweise Aufwerfungen oder Veränderungen der Oberfläche, sodass da eine weitere Diagnostik dann stattfinden kann. Also die unklare Heiserkeit ist das, was jeden zum HNO-Arzt führen sollte, wenn sie länger besteht als 14 Tage.